herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von MTTV in diesem Jahr. Der heutige Gegner ist der SC Magdeburg. Mal sehen, ob die MT die Serie ohne Niederlage fortsetzen kann. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Auftaktspiel zur Rückrunde der Handball-Bundesliga. 2400 Zuschauer in der Kasseler Rotenbachhalle. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich nicht haben unterkriegen lassen, genauso wie die Mannschaft, die uns mitgetragen haben und mit unterstützt haben. Es geht bergauf. Wir haben mit einem wunderbaren Weihnachtsgeschenk am Mittwoch begonnen. Wir erhoffen uns für das heutige Spiel einen schönen Abschluss dieses Weihnachtsfestes. Es sollte ein stimmungsvoller und spannender Ausklang werden. Der Kapitän Mario Kielentritsch führt das Team in die Halle. Die MT Melsung seit 5 Ligaspielen ungeschlagen, eine Mannschaft im Aufwind. Das Team von Michael Roth findet gut ins Spiel. Ein gelungener Start mit 3:1 nach 5 Minuten. Der SC Magdeburg, immerhin deutscher Meister im Jahre 2001, enttäuscht auf der ganzen Linie. Und so geht Melsung mit einem 15:12 Vorsprung in die Halbzeitpause. Wenn wir die Chancen besser nutzen und eine Abwehr besser spielen, drehen wir das Spiel in der zweiten Halbzeit. Ich habe mehr erwartet, dass wir enthusiastischer, also dass wir mehr kämpfen. Also mir gefällt es bisher überhaupt nicht, bei dem Ergebnis, nein. Gefällt mir sehr gut bis jetzt. Ich bin zum ersten Mal hier. Melsung spielt bisher auch besser. Die haben eine gute Abwehr diesmal. Eine starke Abwehr mit einem starken Mario Kielentritsch im Tor. Mit 13 tollen Paraden. 10 Minuten vor dem Ende, die Wende im Spiel. Der Gast aus Magdeburg nutzt einige technische Fehler der Melsunger und geht 5 Minuten vor dem Abpfiff sogar mit 2 Toren in Führung. Der Auswärtssieg zum Greifen nahe. Team-Timeout, 7 Sekunden vor Schluss bei einem Torrückstand. Und dann der erlösende Ausgleich durch Jens Schöngart. Doch dann verlieren einige Magdeburger Spieler die Nerven. Ich habe nur auf die Uhr geguckt, bin zurückgerannt, dass das überhaupt gar nichts mehr passiert, dass kein Ball mehr ins Tor fällt und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Plötzlich war hier, ich habe keine Ahnung. So schlimm ist das alles gar nicht, wie das aussieht. Das sind reine Emotionen, die da mitspielen. Die Magdeburger haben sich geärgert, dass sie nicht mehr zum Anwurf kamen. Wir sind dafür bestraft worden mit einer roten Karte. Was denke ich, in Magdeburg genauso passiert wäre, wenn das so ist, weil das ist einfach wichtig, dass man den Punkt dann hält. Obwohl ich glaube, dass Karipidis hätte da gar nicht mehr reinlaufen müssen, weil die Zeit wäre eh abgelaufen gewesen und Schöngart war schon Richtung Tor unterwegs, wie besprochen. Von dem her gesehen ist es Emotion, die ganz normal ist. Das ist so die letzten Kräfte, wenn da nochmal versucht zu mobilisieren. Und anscheinend haben beide Mannschaften noch Kräfte, sonst hätten sie das nicht mehr gemacht. Ich glaube, wir haben ein interessantes Spiel gesehen, ein sehr umkämpftes Spiel, ein Spiel, in dem beide Mannschaften in den Abwehrreihen zunächst mal, glaube ich, nicht so richtig stattgefunden haben. Zumindest war ich meiner Abwehr lange Zeit nicht zufrieden. Dafür sehr mit dem Angriff. Wir haben eine überragende Angriffsleistung gehabt. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit haben wir sehr, sehr wenig Ballverluste gehabt. Wenn die Aufzeichnungen stimmen, haben wir 6 Bälle verloren. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist sicherlich auch die Basis dafür, dass wir nochmal in den Bereich eines Sieges oder jetzt für den Punkt eben in Frage gekommen sind. Der Punkt gegen den Favoriten aus Magdeburg macht Mut für das Spiel am kommenden Mittwoch in Hannover. Wir wollen auf jeden Fall wieder 2 Punkte holen und wir setzen alles daran, dass wir da siegen und ein bisschen frisch werden bis Mittwoch, sage ich mal. Also heute hat man gemerkt, dass wir müde sind ein bisschen, aber ich hoffe, dass sich bis Mittwoch gelegt hat und wir 2 Punkte holen können in Hannover. Das Endergebnis ist 29:29. Wir sehen uns im nächsten Jahr am 9.2. gegen Lübecke wieder.